wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam jedem, jeder, der uns einen Gefallen getan hat oder uns geholfen hat, uns Gutes getan hat, haben wir, und das gehört auch zu unserer Religion, was viele auch, subhanallah, vielleicht ist es ein Einfluss durch verschiedene Kulturen, dass wir auch leider so geworden sind, ist, dass wir denken, dass wenn jemand Khair macht, wenn jemand tut dir einen Gefallen, hilft dir oder macht Khair für dich, bedeutet nicht, dass du sagst, ja Achi, du hast das jetzt gemacht, das ist fi sabilillah, du musst. Nein. Ja, der Bruder muss dir das nicht sozusagen vorhalten, das gehört auch nicht zum Akhlaq, zum Charakter, aber du musst das anerkennen, du musst das wertschätzen. Guck mal, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, jeder, der uns etwas Gutes getan hat, der uns geholfen hat in irgendeiner Situation, der uns einen Gefallen getan hat, haben wir zurückgegeben. Und deswegen gibt es in einer anderen Überlieferung, sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wer euch Gutes tut, so gibt es ihm zurück. Erkennt es an, tut es wertschätzen, gibt es ihm zurück. Wenn ihr nicht könnt, dann ist das Mindeste, was ihr tut, Dua zu machen. In einer anderen Überlieferung sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wer dann sagt, Jazakallahu khairan, der hat dann einen Teil, beziehungsweise einen großen Teil, sinngemäß, zurückgegeben. Jazakallahu khairan, möge Allah dich mit Gutem belohnen. Und unser Problem heutzutage ist, dass man noch nicht mal diesen Khair schätzt. Und dann gibt es noch freche Kandidaten, die dann sagen, ja, was willst du überhaupt? Ja? Und deswegen sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam hier, jedem, der da was getan hat, haben wir seinen Khair sozusagen wieder gut gemacht, beziehungsweise zurückgegeben.